Benötigen Sie medizinische Hilfe? Leben Sie wohl.
zur Zierde da. Yeah.
okay? Sabe, mordas, macabras, cruzate, outra vez, Kojak. From Oros, da Java, Gurunska, Orvexi, Quajo, Raunor, do Unska. From Oros, da Java, Gurunska, Orvexi, Quajo, Raunor, do Unska. Ihr seid nicht in der Position, Forderungen zu stellen. Glaubt mir. Bisade Mohardas, Bakabas, Gurksase, Otrofels Kojek, Dos Tangarasjak, Shivirskorsk, Gus, Zunkelis, Korraa, Ron Oros, Kajaba, Gurkunska, Oreplexi, Kwajo, Raunor, Ido Unskka. Jetzt habe ich aber Angst. Atrasisi, Odor Dicha, Antel Vendes, Wajul Lambasars, Varsu Bodrak, Nodraksk, Kumbakolua, Dosk Tanga Rastak,
Schwertskorsk, Gus, Zonkalis, Korraa. Vorsichtiger beim nächsten Mal. Ich habe gehört, Vos wäre der absolute Terror. Wieso überlässt er dir die ganze Drecksarbeit? Verschwende die Zeit von jemand anderem. So wie sich das anhört, tun wir dem weißen Schlund einen Gefallen, wenn wir Vos loswerden. Los, wir statten Bliss noch einen Besuch ab.
Gut gemacht. Ich habe das Aktivierungssignal eines Datenrelais der Republik und wir stören bereits ihre Kommunikation. Dank euch wird es hier langsam heiß. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Leben Sie wohl! Ich habe Colonel Venice gefunden. Er ist tot. Ermordet von republikanischen Tals. Tals, das würde Sinn machen. Immun gegen die Kälte, mit der Republik verbündet. Ich habe noch nie einen von ihnen getötet. Ihr Commander? Was? Doch, natürlich. Die Basis erwartet eure Befehle, Commander. Die Stimmung im Frontaußenposten ist extrem schlecht. Ich muss deutlich machen, dass wir auch ohne Colonel Venice siegen können. Jetzt ist die Zeit für Vergeltung. Diese Tiere werden damit nicht davonkommen. Ich will, dass 10 Kämpfer der Republik für jeden einzelnen unserer Toten leiden müssen. Ich will, dass jeder einzelne Tals ausgelöscht wird und dass ihre Köpfe auf Pfählen in der Kälte stecken. Möchtet ihr noch etwas hinzufügen? Die Richtung des Plans ist vernünftig. Aber in Anbetracht unseres begrenzten Wissens schlage ich vor, dass wir ihn noch etwas verfeinern, bevor er in die Tat umgesetzt wird. Eine verdeckte Aktion wäre ratsam. Sonst vernichten wir eine Gruppe und bringen den Rest nur dazu, sich zu verstecken. Ich habe Datenfelder, die wir in ihren Kommunikator-Links installieren könnten. Dann könnten wir sie orten und so ihre Anzahl bestimmen, bevor wir zuschlagen. Sie hatten keine Comlinks bei sich. Wahrscheinlich haben sie stationäre Systeme. Die kann ich verwanzen. Das klingt gut. So ungern ich es auch zugebe, aber Yudras hat für gewöhnlich recht bei diesen Dingen. Commander, bitte melden. Commander! Ich höre, Scout 5. Wir haben ein Talslager auf dem Eissee gefunden. Es sind zu viele für einen Angriff. Übertrage jetzt die Koordinaten. Das Blatt wendet sich. Wenn ihr diese Felder, in was auch immer sie zur Kommunikation nutzen, einbringen könnt, wissen wir schon bald, was wir wissen müssen. Meldet euch beim Frontaußenposten, wenn ihr fertig seid. Er ist näher am See gelegen und die Männer sehen dann euren Erfolg mit eigenen Augen. Boss ist weggelaufen und hat seine Kumpanen dem Tod überlassen. Ich wäre unwürdig, sagt er. Immer langsam.
Was meinst du mit Jagger-Punkte? Es bavan dunte vin. Tashi ya hosa ya dan. Topeton lomo. Mo sponsor vin tutti. La cosa di nin. Bobo lo mantengo. Zeno bada hine kas. Na quasi nigo, nigaka, gumbumpi, gumbambabla. Qua bagin so yamayuka, nikiti do sonki. Choba di cast fo andole. Ayafa kom jam karusa. Baba hamzu ye, lupanena kutunzo. Baba kirulok, minotorka kolopo. Masa cha cosa lin chakan fuhun. Obligondo kito baba kawami. Omo kobe kawami ka bene. Weißt du irgendwas über Ayoa, das mir helfen könnte? Udi ha yeschiha. Tansari peno shatsu. Aku sandentengu iki. No fuso lompango lo tipa. Yahusia daina. Ayapa shahara. Uja kalopo, juvara kawana nabi. Chikua ibana illetas lusa domono lumi. Chikosa bifanete mambe nenga uki. Fime nekile ogen fuso nalapo. Karusa gobidon. Juin lui nadali. Kilo wak sugu wampi. No fuso nika espa vandoka trono. Rilo umpi o piso. Ayeta babetoinipa. Kibi otto. Was hast du vor, Bliss? Ayata suta und titi. Ashuna duka rapta da rokawa. Chumikwa waflo. Karuza suga batnovo. Ubarare duki ya buja. Kili ya kapisa jibinlu. Ango tonton. Jubinlu hamazu yaya. Tini epatebu. Kebe yote yatata. Relompi niete bombom. Kurza bantululu denga. Oko hamazu si hilulu. Riwa tini aruba. Chekosa niete baba yara fara. Ibana perke. Kelizi ya isli nitid mimini. Slamstriever, Feldfrequenzstimmer, Hitzeschutz. Hab alles. Kodva, kinesibe liwenezin, walezek handaleno. Ngo pudava dalva, noma confesco vami. Kimina nihala neza, nimba nihala kamanahana. Ngo pudava dalva, noma confesco vami. Ihren Diensten. Reiseroute bestätigt.
Dissoziere da. Gut von euch zu hören. Wir haben die Auswertung der Datenfelder und was wir erfahren haben, ist ziemlich interessant.
Wir hatten angenommen, dass es da draußen eine, vielleicht zwei Gruppen von Thals gibt. Wir haben 6 gefunden. Hätten wir früher angegriffen, hätten wir eine Gruppe geschnappt und die anderen hätten sich verbergen können. Nun, da wir sie aufgespürt haben, ist es an der Zeit, sie auszulöschen. Commander Tritan und ich glauben, dass wir die Lösung haben. Das Gute ist, dass wir wissen, mit wie vielen Thals wir es zu tun haben. Das Schlechte ist, dass wir nicht genügend Truppen haben, um alle 6 Gruppen gleichzeitig zu treffen. Wir haben einen Plan erarbeitet, um die Thals in Position für einen tödlichen Angriff zu bringen. Ihre Vorräte, Waffen, medizinische Ausrüstung und die hochkalorische Nahrung, die sie benötigen, es ist alles zentral an einem Ort gelagert. Sie mögen ja an die Kälte angepasst sein, aber ohne ihre Vorräte halten sie keine Woche lang durch. Also werden wir ihr Depot zerstören. Blasterfeuer funktioniert schneller als verhungern. Wir müssten uns durch den Schnee an sie heranpirschen. Aber ohne Nachschub müssen alle Thals zusammenkommen, um ihre Vergeltung zu planen. An ihrer Stelle würde ich diese Basis überfallen, wenn ich plötzlich ohne Nahrung wäre. Wir werden also unsere Verteidigung hier verstärken und die Falle dann zuschnappen lassen. Leider könnte es sich als schwierig erweisen, an ihre Vorräte zu kommen. Sie sind in einer Reihe von Eishöhlen verstaut, in denen es vom Wampas nur so wimmelt. Klingt nach einem ziemlich unversöhnlichen Sicherheitssystem. Wampas können ausgetrickst werden. Eine Mischung aus synthetischen Pheromonen und Körpersprache kann ihnen suggerieren, dass ein Thals zu ihrer Herde gehört. Ein Grund mehr, ihre Ausrüstung herzubringen. Wir könnten viel von den Thals lernen. Das Letzte, was man in einer Wampa-Höhle will, ist es, sich mit schwerer Last zu beladen. Zwischen Thals und Wampas brauche ich 2 freie Hände. Dann ist es abgemacht. Zerstört alles, was einen Wert für sie hat. Lasst sie wissen, wer die Herren dieser erbärmlichen Welt sind. Thank you.
Umwege beim nächsten Mal. Details werden heimkehren und nichts als Asche vorfinden. Gut. Sie werden keine Wahl haben, außer anzugreifen, und wir werden bereit sein. Commander! Commander, es gibt Berichte über einen Angriff der Tals. Ausgezeichnet. Auf welchen Flügel ist er gerichtet? Auf keinen Flügel, Sir. Sie sind an der Energiestation. Sie überrennen die Wachen. Sie haben Bomben bei sich. Diese Tals haben keine Angst. Selbst wenn ihre Armee in den letzten Zügen liegt, wollen Sie uns noch mit ins Verderben reißen? Wenn Sie die Energiestation ausschalten, haben wir keine Wärmeversorgung. Dann müssen wir evakuieren oder wir werden die Nacht nicht überstehen. Bin schon auf dem Sprung. Ich fordere Verstärkung von der Adamas Orbitalstation an. Sie sollten innerhalb einer Stunde landen können. Begebt euch zur Energiestation. Schnell! Ni at am bumpa poshuda mokili moklanki. Ni at am bumpa poshuda mokili moklanki. Buka kampak nijit tonka yiliska chanaga. Wieso ist hier dann überhaupt noch jemand? Se gota do muti kihasa da punyo. Lies di woto. Chikospa inikudat iji liska chanaga wa. Kabano tase makipuna, mali tuta odmishka. Gefährliche Jobs liegen mir. Ich bin dabei. Ok bagthra wanawaga mi bunawa duetwipe. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga.